Nichts ist besser, als einen Nachmittag mit deiner besten Freundin zu verbringen. Es sei denn, deine beste Freundin ist Olivia. Siehst du, was ich meine? Warum zeigst du deinen Freunden nicht, wie toll du sie findest, indem du ihnen in der schönen Natur ein paar Streiche spielst? Wir haben auf jeden Fall ein paar richtig gute in diesem Video. Oh, endlich ein freier Nachmittag, an dem man sich einfach unter der Sonne entspannen kann. Hey, Vicky, komm schnell mit. Es gibt diesen tollen Hula-Hoop-Trick, den ich ausprobieren möchte, aber ich brauche deine Hilfe dafür. Okay, du stehst hier und hältst den Hula-Hoop-Reifen so. Okay, perfekt. Jetzt werde ich durch den Reifen ins Wasser springen. Fertig? Ich muss noch ein bisschen Anlauf nehmen. Und eins, zwei, drei. Erwischt. Lasst uns das Ganze nochmal in Zeitlupe ansehen. Ja, was ist passiert? Ich bin ganz nass. Mann, Olivia. Das war's dann wohl mit meinem entspannten Nachmittag. Hey, dann helft mir wenigstens raus. Okay, das haben wir schon kommen sehen. Und Olivia hat es auch definitiv verdient. Hast du zufällig ein paar Zweige herumliegen? Du brauchst auch noch ein bisschen Geld, aber keine Sorge, du bekommst es zurück. Dieser leere Ort hier am Strand ist perfekt für das Verbrechen. Jetzt fangen wir an zu graben. Hey, wir hätten eine Schaufel mitnehmen sollen. Puh, das ist echt harte Arbeit. Super, dann leg dich als nächstes in die Kuhle, die ihr gemacht habt. Sobald du drin bist, bedeckst du Glieder und Körper mit Sand. Mach weiter so, ihr seid fast fertig. Puh, wenn es nur nicht so windig wäre. So ist es gut. Schau mal, es ist ein Wikiberg. Erinnerst du dich noch an diese Zweige? Na, damit deckst du Vickys Gesicht zu. Zum Schluss steckst du das Geld in den Sand, sodass es aussieht, als hätte es jemand dort verloren. Okay, und jetzt holst du dein Opfer, Olivia. Oh, schau mal, jemand hat Geld verloren. Ob derjenige wohl zurückkommt, um es zu holen? Ich steck das einfach ein. Wow, hast du das gesehen? Der Sand bewegt sich ja. Das kommt davon, wenn man Geld stiehlt. Das hat bestimmt wehgetan. Danke für den Schreck. Dafür behalte ich aber das Geld. Egal, das war's auf jeden Fall wert. Warum so schlecht gelaunt, Mädels? Habt ihr heute nichts zu tun? Es ist so ein schöner Nachmittag. Ich bin mir sicher, dass euch noch was einfällt. Hey, warte mal. Ich habe die beste Idee. Bist du in der Stimmung für einen kleinen Streich, Vicky? Ich habe den perfekten Plan für dich, um es Olivia heimzuzahlen. Da bin ich definitiv dabei. Für diesen Streich brauchst du einen großen, flachen Behälter wie diesen hier. Fülle ihn ungefähr bis zur Hälfte mit Wasser. Es kann auch ein bisschen mehr sein. Stell den Eimer dann draußen zwischen zwei Stühle. Hey, hilf mir, die Decke über die Stühle zu ziehen. Du brauchst eine richtig schöne, lange Decke wie diese hier, um alles vollständig abzudecken. Es ist super wichtig, dass sie bis zum Boden reicht und den Eimer und die Beine der Stühle vollständig verdeckt. Setzt euch hin und macht euch bereit für diesen lustigen Streich. Hey, Olivia, komm mal her. Hey, Mädels. Setz dich zu uns, wir haben dir einen Platz reserviert. Und platsch. Siehst du, deshalb ist es wichtig, diesen Streich draußen zu machen. Es kann nämlich ein bisschen, nass werden. Damit hat Olivia bestimmt nicht gerechnet. Hoffentlich hat sie eine Hose zum Wechseln dabei. Mann. Mädels, das werdet ihr noch bereuen. Ich frage mich, wie sie überhaupt auf diesen Streich gekommen sind. Hey, was trinkst du denn da? Kann ich mal sehen? Hey, komm zurück. Wenn du deinen Drink willst, dann komm doch und hol ihn dir. Warte einfach, bis Vicky sieht, was ich für sie vorbereitet habe. Das wird so gut. Willst du diesen Superstreich auch machen? Alles, was du brauchst, ist eine durchsichtige Plastikfolie und doppelseitiges Klebeband. Such dir eine Tür aus, durch die dein Freund läuft. Klebe das doppelseitige Klebeband auf beiden Seiten in der richtigen Höhe an. Vergiss dabei aber nicht, die Schutzfolie abzuziehen. Und jetzt klebst du die Plastikfolie an. Richtig schön straff ziehen. Sehr gut. Schaut euch das an, also wenn das keine perfekte Landung ist. Oh, Vicky tut mir schon fast ein bisschen leid, aber das ist echt zu witzig. Oh, das werde ich dir heimzahlen, Olivia. Hier haben wir Olivia, die unschuldig den Müll rausbringt.
Und jetzt komme ich. Sobald dein Freund nicht mehr im Bild ist, bereitest du den Streich vor. Tausche den echten Müllsack gegen einen leeren aus, den du an der Stelle versteckt hast. Alles klar. Schlüpfe in den Sack mit dem Knoten über deinem Kopf. Jetzt hopp dich hin und warte, bis es losgeht. Okay, das war der letzte Müllsack. Okay, den hier verschiebe ich einfach mal. Sieh zu, dass du wegkommst! Warst du schon mal mit einer Freundin beim Mittagessen und es ist etwas wirklich Schlimmes passiert? Ja, sie bekam definitiv mehr Pommes als du. Vielleicht stört es sie nicht, wenn ich mir ein oder zwei von ihrem Teller schnappe? Okay. Ich nehme nur noch einen, okay? Oh, Mann, die sind so lecker. Du hast kein Problem damit zu teilen, oder? Weißt du, nimm dir doch einfach den ganzen Haufen. Ist schon in Ordnung. Herzlichen Glückwunsch, danke. Und jetzt tauschen wir das Ganze aus. Ja, das gefällt mir schon viel besser. Naja, egal. So, einmal lächeln bitte. Dieser Winkel ist irgendwie nicht so gut. Nochmal. Oh, hey, kannst du vielleicht ein Foto von uns machen? Na klar. Sag Tschüss. So ist es gut. Dankeschön. Hä? Was ist das denn? Die Tussi hat die ganze Zeit nur Selfies gemacht. Oh, das ist ja eine Schweinerei. Ist schon okay, Vicky. Eines Tages machen wir das perfekte Instagram-Foto. Haben dir diese witzigen Streiche auch gefallen? Schau dir noch die tollen Pannen an, dann bekommst du noch mehr zum Lachen. Wenn du nicht genug von diesen Streichen bekommst, dann abonniere doch einfach die 123 YouTube-Seite und schau dir jede Woche neue Videos an. Teile dieses Video mit deinen Freunden, wenn du dich traust. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.